Sie lieben die Musik, sie lieben den Menschen und sie lieben Gott. Und noch mehr lieben sie es, diese drei Dinge zu verbinden. Die Outbreak Band versteht sich in erster Linie als eine Gruppe von Menschen, die Gott erlebt hat. Und sie wollen diese wunderbare Erfahrung anderen zugänglich machen. Wo würdet ihr euch persönlich musikalisch einordnen? Also wäre es jetzt böse, euch als eine deutsche Abwandlung von Hillsong zu bezeichnen? Böse auf keinen Fall, weil Hillsong, glaube ich, eine sehr große Inspiration ist und sehr viel geschafft hat. Von daher ist es eher ein Kompliment. Aber natürlich wollen wir nicht deutsches oder Deutschlands Hillsong sein oder als Hillsong-Double abgestempelt werden. Also ich denke schon, dass wir da unseren eigenen Stil suchen. Hillsong ist ganz klar ein Vorbild. So. Und das merkt man wahrscheinlich auch. Was ist denn so eure Aufgabe? Du hast jetzt schon ein paar Projekte so angesprochen, was ihr nebenbei auch macht, wenn ihr halt nicht auf Tour seid. Also auch ganz persönlich, was macht ihr dann sonst noch so? Also die meisten sind auf der Bibelschule direkt angestellt. In unterschiedlichen Bereichen, aber die meisten schon im Musikbereich. Und es gibt aber auch dann ein, zwei, drei Leute, die von außerhalb kommen. Ich zum Beispiel. Und wir sind fast, also die meisten sind freiberuflich unterwegs, machen selber anderweitig Musikprojekte. Ich zum Beispiel mache Bandcoachings in Gemeinden, also auch Lobpreisteams, die ich coache. Genau. Und was, also wenn die angestellt sind an der Bibelschule, was ist so deren Aufgabe dabei? Meine Aufgabe ist, ich bin verantwortlich für den ganzen Musikbereich und in den Aufgabenbereich fallen dann so Sachen wie Outbreak Band. Wir haben eine Lobpreisschule, School of Worship nennt die sich. Dann der tägliche Lobpreisdienst an der Schule selbst. Und dadurch, dass wir relativ viele Produktionen, also ein eigenes Studio haben, bin ich verantwortlich für die Produktion. Und dann haben wir Tobi da, der ist verantwortlich hauptsächlich für das Studio selbst. Unterrichtet auch in der Schule. Mia ist da, unterrichtet an der Schule regulär, aber auch in der School of Worship und ist unsere hauptamtliche Songwriterin quasi. Also viele haben verschiedene Aufgaben. Genau. Die Band verkörpert moderne und eingängliche Popmusik. Mit ihren Liedern soll eins erreicht werden: Gott anzubeten. Doch was genau ist Anbetungsmusik? Für mich bedeutet Anbetung, dass wir Lieder singen oder beten einfach für Gott. Ja, Anbetung bedeutet für mich einfach, dass ich Gott zum Beispiel lobe, durch Lobpreis, jetzt wie singen, wie jetzt wahrscheinlich die Band auch machen wird, und oder allgemein im Gebet einfach Anbetung. Ja, den Herrn anzubeten, mit ihm Gegenwart zu haben und seine Gegenwart zu genießen. Den Herrn preisen, ihm danken, einfach von sich aus seine ganzen Gefühle Gott zeigen und sagen, wie großartig er ist. Und Anbetung haben ja eine ganz enge Verbindung. Das sieht man ja in der Bibel schon. Dort wurde auch mit Hilfe von Musik angebetet. Dort gab es dann die Paukenschläger und die Zimbelspieler. Und so hat sich das eigentlich durch die ganze Kirchengeschichte immer verbunden, dass man also Anbetung mit Musik einfach zusammengebracht hat. Und das ist bis heute so. Und wir finden heute ganz moderne Ausdrucksformen, auch modernere Musik, die sich mit Anbetung verbindet. Und so ist dieses gepaart eigentlich schon über die Jahrtausende hinweg. Wie wichtig ist für euch persönlich die Anbetung mit der Musik? Also ich meine, ihr macht sie mehr oder minder beruflich. Wie groß spielt das auch für euren persönlichen Glauben eine Rolle? Also ich glaube, für alle aus der Band, ich glaube, da kann ich für alle sprechen, spielt es persönlich auch eine sehr große Rolle. Also wir sind selber auch alle, wir spielen selber Instrumente, sind selber Lobpreisleiter, die meisten von uns, wenn auch im kleineren Rahmen, aber auch da, also in unserem persönlichen Leben, machen wir öfters mal Lobpreis, also das kann ich, denke ich, von allen sagen. Holy are you, Lord. You are holy.
Ihr seid im Internet sehr, sehr gut vertreten. Also es hat wirklich eine Freude gemacht, sich auch das alles anzuschauen. Ihr habt eine eigene Facebook-Page, ihr habt eine eigene YouTube-Page, ihr habt dann noch eine eigene Homepage, seid dann auf der Glaubenszentrum-Seite vertreten, habt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Wie wichtig ist es heutzutage, auch da medial, auch als, vor allem als christliche Band irgendwie dort zu sein und vor Ort zu sein? Also ich denke aktuell, alles was irgendwie erfolgreich sein will und irgendwo angenommen werden will, sollte online präsent sein. So. Und gerade die Outbreak Band, die ja mehr für das jüngere Volk, sage ich mal, da ist, ist eine Internetpräsenz sehr wichtig. Und wir merken einfach, wenn wir diese Tools alle sinnvoll einsetzen, Facebook, YouTube, was auch immer, das ist was Dienliches eigentlich. Man kann natürlich Facebook auch schlecht darstellen, ist nicht immer alles toll bei Facebook, aber wenn man es richtig sinnvoll einsetzt, dann dient uns das auf jeden Fall sehr als Band.